So, jetzt läuft's nicht. Jetzt läuft's. Okay, das war. Manchmal geht dieser Counter noch nicht los, sondern sehe ich, dass es noch nicht läuft. Deswegen habe ich gerade einfach angesetzt. Egal. Wir machen weiter bei. Hi. Wie heißt das Ding? Evil Conquest 2. Wie heißt der Hack noch? Wie heißt der Hack? Mit Dark und Lux. Wir hatten gerade ein interessantes Level, weswegen ich noch ein bisschen kaputt bin. Aber wir kriegen das hin. Und fischen jetzt erstmal. Ne, wir fischen nicht. Fisch kommt aus dem Wasser. Ach, haben wir nicht. Wir haben ja schon den Anfang schon gespielt, weil ja der Secret Exit. Richtig. Ich hab wieder ganz vergessen, was das hier für ein Level war. Aber ja, das haben wir alle schon gemacht. Ich hab den Pilz vergessen. Hier war irgendwo ein Pilz. Und jetzt komme ich nicht ran, weil ich. Ja, doch komm ich. Du bist doch da. Kein Stress. Und jetzt kann ich aber hier alles durchrennen, weil den Anfang kennen wir schon. Ja. Ich kann sehr wohl durchrennen, wie du siehst. Aber dann passiert halt sowas. Was war das denn jetzt wieder? Ah. Menschenscanner. Ich mag das, wie der Fisch einfach auf diese Rampe draufkommt. Das hat was. Ich mag das auch. Danke, danke. So, lass mich. Toll. Danke für das. Also, das war jetzt kritisch natürlich. Aber kein Problem. Aber wir kriegen das auch ohne Pilz hier durch. Überhaupt kein Problem. Wenn ich eh wieder in die Lücke falle, dann ist der Pilz irrelevant. So, die müssen weg, dann kann ich da hochrennen. Hui. Komm mal her. Hui. So, jetzt muss ich hier rüber. Da unten war das Secret Exit. Das heißt, jetzt geht's einfach hier weiter. Ab jetzt ist neu. Das ist richtig. Gut. Okay. Ich schau ein bisschen weg. Der macht mir den Weg frei. Sehr schön. Was ist da auch drin? Ah, das war. Also. Oh, hab ich auch was falsch gemacht? Nee. Also, du hast dir gerade was verbaut, was optional ist, aber. Was wichtig ist, um weiterzukommen. Ich geh mal nach rechts, wir müssen es schon sehen. Da kommt Peace Vagina ist hier oben offen, dann kann ich in die Röhre da oben rein. I got it. Na Yoshi-Kan. Aber, genau, ist nur eine Yoshi-Kan gewesen. Das heißt, die Röhre führt dann am Ende zu der blauen da, oder was? Ja. Am Ende schon. Also da kommt noch ein weiterer Sub-Bereich. So ein weiterer Raum halt. Und genau, dann würde es am Ende zu der Yoshi-Kan gehen. Aber das ist auch nicht schlimm, weil du auch die zweite nicht eingesammelt hast. Alles klar, ja, das krieg ich jetzt nicht mal mit dem Peach-Jump. Mach bitte keinen Peter. Nee, das lass du. Du schaffst das auch nicht, wirklich. Nee. Ich glaube echt sehr oft an dich, aber da glaube ich nicht an dich. Das ist. Da glaube ich auch nicht. Vor allem mit einem einzigen Versuch. Wait. Komme ich denn hier hoch? Also, du brauchst den Peter. Ach, Peter, das ist ein Dreieck. Nicht, ne? Ich sehe das Dreieck. Du kannst die gerne mitnehmen, wenn du möchtest, aber du brauchst Dreieck. Nicht. Ah, schade. Alter, das Dreieck. Ich hab's erst nicht gesehen, das Dreieck. Optimal. Yay! Ja, guck mal, schon geschafft. Ah, hey. wieder unser schönes Gefühl, wieder einfache Level zu spielen. So. Und das erste Schlosslevel, Strike Estate. Offensichtlich hat Lutz das gebaut. Das letzte Level? Nee, das hier jetzt. Das? Weil es heißt Lux Inc. Willst du nicht erstmal warten, bis du das Level gespielt hast? Ja, ich dachte vom Namen her, wenn. Das nicht Darks, das ist ein Level Lux Inc. nennt. Aber kann natürlich sein, dass Dark das gebaut hat und ich einfach vom Namen her mich nicht orientieren sollte. Huch! Okay, die fällt da durch, ich kann aber da drauf. Okay, gut. Das ist richtig. Hoffentlich bist du gut im Bowling. Absolut. Gut, absolut. Ah, da kann ich nicht durch. Da schon. Wait, hier kann ich aber auch nicht. Ach so. Genau. Ach so. Ja. Also, irgendwie wollte ich weiter nach links laufen. Bleib am besten nach links. Auf der Plattform.
Ich weiß auch nicht warum. So. Zack. Okay, also hier. Da, ich will die Blume geben. Gib mir die Blume. Damit ich auch ja die Kugeln abschießen kann. Ja. Ah, die machen alle Blö. Ja. Die machen alle Blöcke brüchig. Genau. So sieht's aus. Das ist cool. Stopp. Ja, man kann doch nicht schnell durch, aber. Lotspots. Lotspots. Mist. Ja, ich kann den Kuchen immer noch. Aber kein Problem. Du bekommst ja sofort deine Blume. Deswegen kein Stress. So, jetzt mal ganz vorsichtig hier. Soll die erstmal. Genau, dann haut die nämlich da ab. Und hier kann mir nichts mehr passieren. Boah, zweite Blume. Wait, ich hätte den. Ich komm nicht hoch, Hilfe! Also ich würde dir empfehlen, nach rechts zu gehen. Ich hab die Dinger. Ah, das war knapp. Das war nur eine Empfehlung. Alle Blumen, alle Blumen sind voll genutzt, auf jeden Fall. Also du lebst noch, also deswegen. Also richtig. Aber. Ah! Achso, der macht das nicht kaputt. Der fällt einfach durch. Richtig. Okay. Okay. Und der macht das auch kaputt. Oh. Das ist frech. Ja, also jetzt, wenn ich das Level spiele, würde ich sagen, es ist eher dark. Das ist deine letzte Antwort? Ich bin noch nicht hundertprozentig, aber vom Levelnamen hätte ich halt gesagt, ein Lux nennt sein Level auch Luxig. Also ich kann ja schon mal generell zum Hack sagen, an den Levelnamen sollte man alles sich nicht orientieren. Ja, was die habe ich alle geschrieben, deswegen. Genau. Ach so. Got it. Das heißt, es kommt dann nicht irgendwann noch eine Dark Ink. Nee. Das hatte sogar in dem Bezug jetzt auch was mit der Story zu tun vom ersten Quest-Teil. Das ist halt der böse Professor Lux. Ach, das war ja der L. Ja, richtig. Was mache ich denn? Nicht der springen. Professor L ist das. Der hat auch Lux Inc. Gott, ja, also. Dann ergibt das viel mehr Sinn. Genau. Das heißt, ich muss doch nur auf den Levelaufbau achten. Am Ende vom ersten Teil ist ja das Raumschiff abgestürzt und jetzt machen die irgendwas von dem Mario, aber keine Ahnung. Ich habe versucht, das jetzt rauszufinden. Ah ja. Ja, ich habe auch noch keine Ahnung. Es bleibt mysteriös. So, haben wir rechtzeitig Leben gekauft, bevor wir Game Over gehen. Aber man bekommt allgemein relativ wenig, also ihr habt ein paar Mal ein Leben versteckt, das ist dann aber tatsächlich auch wirklich was wert. Das ist eigentlich ganz gut so. Das ist nicht so, dass wenn man halt wenn man am Stück alle Yoshi-Coins sammelt, bekommt man ja auch immer noch ein Leben. Ja. Das sind auch nur genau. Drei. Ja, also es ist halt wirklich eine Belohnung, hier Leben zu bekommen. Nicht so wie bei anderen Hacks, wo du irgendwann, keine Ahnung, 50 Leben hast und es ist völlig egal, ob jetzt nochmal ein grüner Pilz dir über den Weg läuft oder nicht. Aber hier ist es wirklich eine Belohnung, wenn du so ein Ding bekommst. Ja, hat ja auch viel Spaß. Ist gut. Nicht fatal, wenn man jetzt Game Over geht. Ich meine, du hast ja nach jedem Level dann immer den Speicherstand. Dass du halt genau, aber du musst das Level neu starten von Anfang an. Genau. Das macht schon nochmal. Das hat nur der Mittelpunkt. Bisschen was aus. Es hätte schlimmer sein können, dass du eine ganze Welt neu starten müsstest. Wie in anderen Hacks, deswegen. Kann man hier schon mal. Oh, jetzt hat sich die Farbe von dem Ding geändert, vom Kristall übrigens. Ja, ja, genau. Weil das die ganze Shadow Spice halt auf Marios Palette. Ah, ja, okay. Ist da drüben was? Nein. Das hast du Blutdiamanten. Gut, Bossfight. Oder auch jetzt. Bossfight. Oder auch nicht. Oh. Myers killed the checkpoint controlling the access to the mines. Just what we are doing more are Lux and Melon Man mining. Whatever it is, Myers will stop. Okay, die bauen also irgendwas ab. Richtig.
Richtig. Kleiner Side-Fact zum Hack: Wir haben nicht so viele Custom-Boss-Gegner hier drin. Einfach, weil zum einen Custom-Bosse nicht so geil sind. Ja, ja. Die wir auch in den Focus Dice gesehen haben. Die meisten, die halt auf dem Zollführung stehen, sind nicht so. Also, was ist deine letzte Antwort zum für den Ersteller des ersten Levels? Ich glaube, ich bleibe bei Dark. Dann hast da du muss ich dir komplett. Dann muss man vielleicht würde sagen, dass du gerade falsch liegst. Oh. Ja. Und er hätte recht. Ja. Das ist von Anfang an recht, das Level, das war mein Level. Ich wollte dich nur auf den falschen Pfad bringen. Ja, jetzt hast du das aus falschen Gründen gesehen, aber okay. Ja, gut. Ja. Hä? Wait, nochmal ein kleiner Funfact zum anderen Schlosslevel, wo jetzt kein Boss am Ende war. Kurz bevor der Hack jetzt in dieser Beta-Phase drin steckte, kam Lux noch mit der Idee auf, einen Boss da dort einzufügen, und zwar den Frontboss, der dann als Kegel gezeichnet werden würde. Ja. Aber das haben wir dann doch im Endeffekt wieder gelassen, weil das dann zu unregelmäßig wäre mit den Bossen, ja, und halt unnötig mehr Arbeit, die halt okay, nicht notwendig wäre. Das ist dann auch schwer genug. Also. Genau. Ein Boss ist sogar halt fertig, den ich so verändert habe, dass er halt eigentlich nicht mehr erkennbar ist, was das vorher mal war. Aber es ist halt dann so, das wäre dann komisch gewesen, wenn eine Welt einen Boss gehabt hätte und die anderen dann nicht. Ja, das stimmt. Und dann lieber keine als ein, zwei gute, und dann der Rest ist dann eher so, ne. Ja, nee, das verstehe ich. Ah ja, ich wollte gerade sagen, auch hier muss ich irgendwann wieder den Weg zurückgehen. Mit einem P-Switch. Genau. Ach, das ist nicht mal ein Secret, das muss ich sogar machen. Das ist richtig. Ah. Ja, dann. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob es ein Secret Exit hier gab, dann gab es keinen. Gut. Ich glaube, jetzt muss ich ihn drücken. Hopp. Ja. Runter, runter. Das war knapp. Das war gut getimt natürlich. Ja, das ist. Alles gewollt. Alles gewollt. Nein! Egal, das hole ich mir. Das gönne ich mir auch so. Rück dir. So. So. Dann weiter geht's. Jetzt muss ich... Was glaubst du denn, wer dieses Level gebaut hat? Im Moment tendiere ich zu Dark. Alles ist da. Bist du dir sicher? Sicher bin ich mir nicht. Ich sage ja, ich tendiere. Okay. Dann warten wir noch bis zu Ende. Bist du dir dann sicher? Wir warten mal. Ob ich wieder sicherer werde? Ach so, ich muss schnell sein. Schnell musst du nicht. Geht er nicht kaputt mit der Zeit? Nee, der ist unendlich. Sobald du durch eine Röhre gehst, ist der unendlich. Genau. Ah, stimmt. Das hat halt keinen Stress. Ja, dann kann ich das ja alles ganz. Davon abgesehen, da sollte das aber, glaube ich, auch schaffbar sein, wenn du ja. So mit. Das wäre zeitlich auch komplett möglich. Halt, ja, ja, das denke ich schon, aber ich müsste mich halt trotzdem ein bisschen beeilen. So, jetzt. Wait. Ah, verstanden. Genau. Jetzt wird es ein bisschen schwerer, weil du diese Yoshi-Karte eingesammelt hast. Muss man zwei Sprünge davon machen. Das ist Dark's Level. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Das ist richtig. Bilden ist auch. Ganz richtig. Jetzt kommt wieder. Oh Gott, jetzt kommt gleich wieder irgend so ein Typ, der mir alles umstellt. Die macht er nicht. Nein, nein. Puh. Du würdest alles immer sehen können oben. Da passiert nichts irgendwie geheim oder so. Diese Stelle hier musst du eigentlich gerade gar nicht machen. Ja, weil ach schon. So, weil ich eh schon. Genau. Offen hab. Okay. Ja, pass auf. Oh nein, mein Ohr ist alles weg. Alles vorbei. Dafür habe ich mein Leben geholt. Oh boy. Das ist echt. Okay. Du schaffst das. Das machen wir anders. Nein. Okay. Ich glaube, da will ja jemand diesen Gegner wegspawnen. Scrollen. Oha, die schießt jetzt lieber nicht los.
Alles klar. Du kannst auch gerne alles da drauf schießen, wenn du möchtest. Nee, das wäre nicht so gut gewesen. Huch! Was ist da? Horus. Auas. Das war interessant. Ja, das liegt manchmal daran, dass so bestimmte Buchstaben nicht auftauchen, weil der Hintergrund dann andere Prioritäten hat. Ja, das war irgendwie vorne. Buchstaben das ist diese Ah, diese Säule da. Die hat das irgendwie. Genau, das ist aber auch nicht fatal. Nosferatu hieß das Level. Ja. Nosferatu. Ich war das die ganze Zeit an deinem Lichtschalter? Was hat das Level nicht jetzt? Ach! Wegen dem On-Off-Dings, oder wie? Genau, richtig. Ja. Das Level ist ja auch die ganze Zeit heller und dunkler geworden, wenn du den Schalter betätigst. Ja, genau. Kleiner Fun-Fact, du hast mal das Level vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren in einem Livestream gespielt. In der Demo-Version. Das hier? Nicht das davor. Das heißt, habe ich überhaupt nicht wiedererkannt. Das muss ja ewig her sein. Wurde auch grafisch, das sah auch anders aus. Das wurde grafisch geändert und das ist schon Jahre her wieder. Ja, Livestream ist sehr lange her. Wollte ich gerade sagen, also diese beiden Faktoren. Halt. Aber das ist eine Ankündigung. Ja, das. Da habt ihr interessante Sachen draus gemacht. Ich finde die immer noch witzig. Ja. Ja. Sehe ich auch so. Huch, Hilfe. Ja, Achso, die kann ich gar nicht. Ach so. Ist andersrum. Ach so. Aha. Erstmal checken hier wieder. Aua, ach, der geht nicht weg. Lux, hast du nochmal was an den Sprites geändert? Ja, die sind jetzt langsamer. Aber ich kann sagen, warte mal, hier ist immer was anderes. Die denken sich immer noch ein bisschen lustig, aber die sind nicht mehr so turbo-schnell, wie sie waren. Ach, die waren mal schneller. Sich, die waren mal ein bisschen schneller. Ein bisschen viel schneller. Grüße gehen raus an Raffio. Ja, alles klar. Ich meine, die waren schon immer schnell. Aber ich denke, also, wenn das und ich das halt getestet haben, irgendwann kommt einem das nicht mehr so schnell vor, weil man sich daran gewöhnt hat, wie die sich bewegen. Aber wenn man das zum ersten Mal spielt und die total abgehen, dann, Robstu spielt hier aktuell noch Evil Conquest 2 und hat eine etwas ältere Version. Und also zwar in seiner Videoreihe Deutscher Kommentar Evil Conquest 2 kann man dann auch, ich glaube, im dritten oder vierten Part, ich denke mal, das war jetzt im aktuellsten, weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich denke, kann man sich das Level anschauen. Und dann sieht man auch, wie die vorher waren, die Gegner. Ja, dann die waren nicht so geil. Kanal. Okay. Ja. Wird also, sicher kommentieren. Später. Danke mir später für die Klicks. Oh Gott. Guck mal, kleinere als kleinere Buchringe. Huch! Jo, was ist denn mit... Ah, der. Ja. Ach, der geht, wenn ich hingucke. Ah. Okay. Ah! Dann nicht. Aber du siehst schon, wie sich die Boos manchmal schneller bewegen. Und ich stelle erstmal bei einem ungefähr 3-mal schnelleren Boo vor. Das war sehr unberechenbar, sagen wir mal so. Der ist ja jetzt schon unberechenbar. Okay. Unberechenbar wie Pi mal Daumen. So, weiter geht's. Ich bin immer noch Fan der Surprise-Pilzfalle. Die waren in der Kompass 1 noch ein bisschen großartiger. Dass da das waren, glaube ich, 5 unsichtbare, ja, 6 unsichtbare Pilze auf einem Haufen. Und die waren eigentlich nur dazu da, um einen zu erschrecken. Das hat bisher immer funktioniert, auch in deinem Let's Play. Das fand ich gut. So, jetzt aber hier war ein Pilz, den ich gerne hätte. Mit wie viel Leben habe ich noch? Oh, okay. Du hast 9 Leben. Du hast noch zur Info ein paar Leben bekommen, als du in Nosferatu das Level beendet hast, weil ja am Ende dort noch 5 weitere Paracoopers waren. Aha! Und die halt mit dem Zielstab, die zu einer Münze geworden ist, halt einige Leben generiert haben. Ich glaube, es waren 3 Leben. Guter Weg, um Leben zu farmen, ja. Einfach Nosferatu. Das ganze Level durchspielen. Also, wenn du das Level halt immer wieder spielen willst, kannst du es auch gerne so machen. Du kannst das Leben gerne auch hier in das Play machen, wenn du möchtest. Ich schaue dir sehr gerne dabei zu. Part 10, Lebenfarm. Ein kompletter Part nur aus Verrat. Oh mein Gott. Da bist du immer noch im Welt 2. Ach, jetzt ist schon wieder. Nein! Ich hab den Pilz bekommen, das reicht. Ach Mann, was mache ich denn? Ziel erreicht, Ziel bekommen. Pilz bekommen. Eieiei, so jetzt denke ich aber richtig dran an den Pilz hier. So, besser.
Jetzt haben wir hier schon mal kein Problem mehr. Jetzt verlieren wir den auch einfach nicht gleich wieder. Das wäre doch schon mal... das Ziel. So viel dazu. Alter, question mark block with nein, nothing nein. in it. Alter, gehen die ab. Wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, dass das Level zu schwer sind oder generellen Änderungsbedarf hätten, sag das bitte immer dazu. Nein, jetzt können wir noch was da machen. Genau, also wollte ich gerade nur generell mal angemerkt haben für andere Level noch. Falls du irgendwas siehst, hey, das gefällt mir nicht, sag sofort Bescheid. Es wird vielleicht geändert. Kein Problem. Ach so, ich glaube, so langsam verstehe ich, wie die funktionieren. Je weiter ich weg bin, umso mehr ziehen die auf einen los. Was tue ich? Wie so ein umgekehrter Magnet eigentlich. Je weiter man weg ist, umso schneller ziehen die einen an. Ja. Oder so also, ich habe halt die ASM-Datei, davon ist sehr schlecht kommentiert. Und ich habe ein bisschen an den Zahlen rumgeredet, an denen ich dachte, dass es die Geschwindigkeit ist. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist das halt mit Beschleunigung, funktioniert der mit Beschleunigung. Okay. Und je weiter der halt von dir weg ist, desto länger hat der Zeit zu beschleunigen. Und wenn er halt nah an dir dran ist, kann er nur ganz kurz beschleunigen. Hilfe! Halt. Lass mich in Ruhe! Wo ist er? Dao! Gib mich! Oh boy! Du schaffst das. Ich schaff das. Wenn es einer schaffen sollte, dann du. Ja gut, das da gäb's noch mehr, die sie ja schaffen würden. Nein. Nur du. Nur du. Nur ich. Deck wurde auch generell nur für dich gemacht eigentlich. Du wolltest das. Alles gut an der Stelle. So. Wir haben den Pilz noch, das ist schon mal gut. Wenn ihr jetzt nicht... Okay, ich renne durch, ist mir egal. Hauptsache, die Viecher sind weg. So. Okay. Du... Nee! Okay. Der Mann ist gerade nicht da. Der ist einfach aufgetaucht. Das war ja frech. Ja, das Spiel läuft halt leider noch nicht auf der Unreal Engine, deswegen ist die Render-Distance noch nicht so hoch eingestellt. Aber bald machen wir das noch. Heißt, wenn das Zentrum von Boring in deinem Blickfeld ist, doch wirklich auf. Ah, okay. Na gut, jetzt weiß ich ja, dass er kommt. Vielleicht schaffen wir jetzt einfach mal den Pilz zu behalten, wie wär's damit? Okay, da kann man runter. Was ist denn da unten? Nichts. Nichts, versuch's nicht. Versuch's nicht. Stimmt aber bitte einfach nicht. Okay. Bleib bitte ruhig, Kollege. Bleib ruhig, Gottes Willen. Nicht angucken. Nicht angucken. Nicht angucken. Ah. Einfach nicht angucken. Oh. Ah, nee, ist nur für den Bonus. Nicht angucken. Da war eine Tür. Das Level geht auch nicht mehr lange, kann man schon mal sagen. Als Boss dann so den Big Boo mit drei von diesen blauen Viechern. Oder... Der Big Boo mit diesen Eigenschaften. Ach, Mensch. Und der Big Boo und er tut dir weh mit diesen Eigenschaften. Oh Gott. Ich kann gerade gar nicht sagen, ob du einfach nur Pech hast mit den Bewegungsmustern oder ob das. Nein, ich glaube, ich hab's einfach noch nicht sogar. Ah! Achso, nicht an. Ja, aber wie soll ich. Was soll ich denn. Oh Gott. Guck nach unten. Ah, warte, ich bin gebrochen, ne? Nee, ist er nicht. Jetzt gleich, aber. Ein Leben hast du noch. Dann gehen wir mal schnell wieder. Hä? Ich muss einmal. Noch kann ich ein Leben holen, bald nicht mehr. Noch hast du genug Geld. Du kannst ja auch eine Feuerblume holen, wenn du möchtest. Ja, kann ich Pilz damit abschießen? Nee, kannst du nicht, aber dann hast du halt zwei. Weil das ist zumindest groß. Dann muss ich ja einen Pilz kaufen. Mit meiner großen Pilz. Keine Feuerblume. Naja. Aber Pilz krieg ich ja eher am Anfang. Das reicht euch. Und wenn ich nicht ganz dumm bin, würde ich auch einen zweiten bekommen. So, also nicht angucken. Ja, aber ich muss erstmal rüberspringen. So, jetzt dann wegdrehen. Und hin und wegdrehen. Und hin und wegdrehen. Und hin und wegdrehen. So, das war ganz taktisch hier.
Achso, weg! Oh. Wow. Aber ja, okay. Jetzt ist der zumindest raus, jetzt ist der nächste wieder da. Nicht ankommen. Könnte man die eigentlich noch ein kleines bisschen langsamer machen? Los? Ja. Na, das ist, ich finde schon in Ordnung. Ja, ich habe gerade kein Zuschauer. Ich denke nicht, dass die langsamer sein müssten. Noch lang. Also ich finde es gut, dass ihr es schon langsamer gemacht habt, offensichtlich. Ja. Das ist ja schon mal was. Gerade noch ein, zwei entfernt. Ich lerne das halt nicht, dass ich sie nicht angucken darf. Das ist so, ich mache das ja einfach immer wieder gleich falsch. Okay. Du schaffst das. Jetzt kommt irgendwann dieser, genau. So. Jetzt sind die beide. Hi. Jetzt kannst du da gleich durchlaufen. Genau. Diese Animation. So. Gut. So, kein Problem. Einfach. Und jetzt noch einer kommt noch. Einer kommt noch. Lass mich in Ruhe! Okay. Ey! Oh, kein Bossfight. Woo! Nice. Hey, das würdest du nicht, noch einen Bosskampf wollen? Müssen. Aber besser als Backup, bevor man nochmal den Anfang spielen muss. Aber ja, ich hab gemerkt, dass sie interessant sein können, wenn die noch schneller sind. Von wem war das Level? Ach so. Ha. Also du hast ja gesagt, es klang vom Reden her so ein bisschen, als hätte Lux das gebaut. Weil das ist vom Reden her. Ja, das ist richtig, aber wie hast du das erkannt? Naja, weil also er halt über diese Sprites geredet hat, wie die so funktionieren und... Und das kann der dir generell zu jedem Sprite sagen, der custom ist. Okay, weil, also das hatte so ein bisschen Ahnung, dieses... Das Dustin hat... Das will nicht sagen, nur Level gebaut, aber Dustin hat größtenteils Level gebaut. Ja. Und ein paar Paletten gemacht und sowas. Okay. Genau. Ja, aber du hast ja auch gesagt, dass du praktisch... Hast du gesagt, dass du es verlangsamt hast? Ich weiß nicht. Also es klang so, als ob du ja, ins Sprites gearbeitet hättest. Aber selbst, also wenn das das Level gebaut hätte, hätte ich die verlangsamt, weil ich die ganze ASM-Sachen gemanagt habe. Alles klar. Genau. Dann war mein Argument schon wieder falsch, aber trotzdem richtig entschieden. Alles cool. Am Ende zählt das Ergebnis und das ist den Pilz zu haben. So. Lecker. Das ist ein cooles Level bisher, gefällt mir. Danke. Nice. Habe ich den ersten gesammelt? Nein, du bist am ersten vorbeigelaufen. Oh, als genau ich auch meinte, du hast dich übersehen. Wieso drücke ich eigentlich nach unten auf so eine Röhre? Ich meine, wenn ich es wirklich mal durchlässig wäre, wäre man einfach ziemlich dumm. In Evil Conquest 2 Extreme Edition ist das alles Screenscrolling-Pipes. In Evil Conquest 1 gab es tatsächlich auch mal ein Level mit solchen Level-Design-Stellen, kann man sagen. Habe ich was verpasst? Du kommst jetzt da gibt es ein Kristall noch da drüben, oder wie? Ja. Genau, ja. Okay, dann müssen wir uns zumindest den angucken. Wenn du einen von drei anderen möchtest, oder zumindest sehen willst. Ich möchte ihn zumindest zeigen, weil gezeigt habe ich den anderen ja auch. Okay. War jetzt einfach... Super gesammelt. Ja. In dem Fall ja. Jetzt einfach wieder zurück. Gott. Hey, geschafft. Jetzt nehme ich noch das Ding mit, dann kriege ich noch ein Leben hier raus. Das ist sogar erst ein Pilz. Gut gemacht. Sehr schön. Sehr gut. Gut, wir sind wieder bei einer halben Stunde. Ich denke, an der Stelle können wir erstmal abschließen. Alles klar. Und haben in dem Part Leute. Hauptsächlich... Ne, wir haben ja angefangen noch vor dem ersten Schloss, ne? Ja. Ja, dann ist einiges passiert. Passt auf euch auf. Genau. Werdet gesund. Bleibt gesund. Werdet gesund, bitte. Und wenn ihr krank seid, werdet gesund. Dann auf jeden Fall, ja. Genau. Und denkt dran, selbst wenn ihr krank seid, es gibt nicht nur Corona. Ja, man muss nicht gleich Corona haben, wenn man krank ist. Das ist so eine Sache jetzt, wenn Leute anfangen zu husten, gleich, oh mein Gott, ich habe Corona. Wenn es jetzt Corona nicht gäbe, dann würdest du niemals sagen, oh Gott, ich habe Corona. Dann hätte man auch eine normale Erkältung.
Das ist richtig. Die gibt's ja nach wie vor, die sind nicht plötzlich aus der Welt. So, egal. Danke fürs Alles Zuschauen. Gut. Und ciao, ciao. Tschüss.